Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten LoL-Trends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Nasus. Er hatte in Patch 14.7 mehr Lifesteal auf der passiven und mehr Base-Damage auf seinem Q bekommen und hat damit den größten Winrate-Zuwachs aller in Patch 14.7 gebufften Champions verbuchen können. Überraschenderweise ist es bei Nasus völlig egal, in welcher Elo man ihn spielt, überall hat er ziemlich exakt 52% Winrate. Die häufige Aussage, dass Nasus nur ein absoluter Low-Elo-Bob-Monster-Champ ist, stimmt damit scheinbar nicht so wirklich. Bevor wir zum Abfalleimer der Woche kommen, wir haben dank eurer fantastischen Unterstützung die 1000 Abonnenten-Marke geknackt. Vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. Das Ganze bedeutet mir wirklich unfassbar viel. Das bedeutet natürlich aber auch, dass wir endlich unser Giveaway starten können. Unter allen Abonnenten, die in den Kommentaren die nachfolgende Frage beantworten, verschenken wir nun 10 Hextech-Chests inklusive Key. Die Frage ist ganz, ganz simpel. Welcher LoL-Champion hat die toxischsten Mains? Bis zum 18.04. habt ihr Zeit, um zu kommentieren. Damit ist es jedoch Zeit für den Abfalleimer der Woche. Karma ist nach ihrer wilden Berg- und Talfahrt in Sachen Buffs und Nerfs in einem nun tieferen Punkt gelandet. Sie hat in ungelogen 5 der letzten 7 Patchnotes massive Buffs und Nerfs bekommen. Nun ist sie aber insgesamt schlechter als vor den gesamten Änderungen. Da hätte man auch einfach nur einen einzelnen Patch mit einem Nerf machen können. In Patch 14.7 hatte sie aber nochmal Änderungen bekommen und dort nochmal 0,5% Winrate verloren. Mittlerweile hat sie keine 48% Winrate mehr in keinem Elo-Bereich. Kommt sie überhaupt über 49% Winrate. Das spiegelt sich dann auch in ihrer drastisch gesunkenen Pick- und Bunrate wieder. Springen wir damit direkt zu unserem Nope der Woche und das ist Ahri. Seit Ewigkeiten empfehle ich Ahri jedem, der versucht in der Midlane zu climben. Und mittlerweile scheinen die Leute das auch verstanden zu haben, dass sie extrem stark ist. Ihre Bunrate hat sich seit Anfang März mehr als verdreifacht und das aus meiner Sicht völlig zu Recht. Der Champ ist einfach schlichtweg komplett dumm. Sofern man Kassadin bannt, hat man keinerlei Hardcounter-Matchups und sie hat Wave Clear, Healing, Mobility, True Damage, Hard CC, wirklich alles, was man sich nur wünschen kann. Sie ist ernsthaft das Schweizer Taschenmesser der Midlane. Fliegen wir direkt zu unserem Broken Pick der Woche und das ist Aurelion Sol. Seit seinen riesigen Änderungen in den Patches 14.2, 14.3 und 14.4 ist er mal wieder kriminell stark. Man kommt mit ihm nun mittlerweile auf mehr Stacks als jemals zuvor. Über 53% Winrate hat er mittlerweile in Emerald Plus auf einem Champion, der wirklich nicht besonders schwer zu spielen ist. Dass er ziemlich stark ist, ist aber mittlerweile auch zunehmend bekannt, denn sowohl seine Pickrate als auch Bunrate ist in den letzten Wochen ordentlich gestiegen. Ab zum Item der Woche und dort zu Shurelias Battle Song. Das Item ist aus dem Pro-Play nicht mehr wegzudenken und das aus gutem Grund. Mit 2200 Gold ist das Item ernsthaft viel, viel, viel zu billig für die Stats, die es gibt. Klar, 55 Ability Power sind nicht die Welt, allerdings kriegt man absurd viel Mana-Regen, Ability Haste und vor allem 8% Movement Speed. Und das ohne die wirklich extrem starke Aktive überhaupt mit reinzurechnen. Mit über 55% Winrate und über 30% Pickrate ist das Item eine echte Bombe. Kein Wunder, dass man das Ganze daher auch mittlerweile auf Midlanern wie zum Beispiel Vega baut. Damit springen wir aber direkt zu unserem Fail der Woche und da habe ich mal wieder einen fantastischen Clip für euch mitgebracht, der uns erneut zeigt, warum man bei manchen Teammates vielleicht einfach Ping und Chat komplett muten sollte. Glaubt mir, der Clip spricht eindeutig für sich. Yep. Yep. Why are you pinging me? What? You just missed. You just missed everything. Why am I being pinged? I did? You literally missed everything. Ab zum Trick der Woche und dort zu einem extrem nützlichen Akali-Trick. Akalis E ist gefühlt die Ability, die am meisten Damage macht. Allerdings ist der E verdammt schwierig zu treffen. Wenn ihr eure Ult allerdings auf Max-Range oder nahezu Max-Range nutzt, müsst ihr einfach nur während dem Flug eurer Ult mit dem Cursor auf dem Gegner bleiben und einfach nur die E-Taste spammen. Der E ist damit dann praktisch einfach Point and Click und trifft immer. Danach dann einfach nur noch für die klassische E2-Auto-R2-Kombo gehen und so zerstört ihr dann einfach jeden Squishy.
Machen wir damit jedoch einen großen Flug zu, was macht eigentlich Riot? Und hier ist mal wieder absolute Eskalation angesagt. Riot ändert gefühlt mal wieder ganz League of Legends. Starten wir mit den vorläufigen Änderungen des Patches 14.8, einem Patch, der kaum wilder sein könnte. Entgegen des ursprünglichen Plans wird Patch 14.8 bereits der MSI-Patch sein, daher bufft und nerft Riot in diesem Patch praktisch ausschließlich nur für die Pro-Szene. Es gibt einfach mal Buffs für Akali, Draven, Galio, Graves, Quay, Jarvan, Jhin, Kaiser, LeBlanc, Olaf, Ryze, ja Ryze, Sylas und natürlich auch noch Thresh. Bei den Champion-Nerfs muss man für die Pro-Szene natürlich nochmal Seri, Azir und Zac angehen. Mordekaiser kriegt allerdings ein völlig geisteskrankes Adjustment und das Adjustment ist halt auch einfach kein Adjustment, sondern der Giga-Buff des Jahrhunderts aus meiner Sicht. Das heißt, man kann seine Ult nun nicht mehr glänzen. Auf keinste Art und Weise. Kein QSS, kein Rengar-W, kein GP-W, nichts oder sonst was. Wenn er euch ultet, dann war es das halt wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach mit euch. Entscheidenderweise spawnen die Voidcrabs nun eine Minute später und geben mehr Turret-DPS. Außerdem bekommt man jetzt bei bereits 4 Voidcrabs einen Voidmite. Alle exakten Änderungen wird es natürlich wie immer nächsten Dienstag um 20 Uhr auf unserem Kanal geben. LoL bekommt dazu auch noch einen völlig neuen PvE-Modus, in dem ihr gegen gigantische Horden an Gegnern um euer Überleben kämpfen müsst. Dieser Modus soll schon mit dem Mid-Year-Event auf die Live-Server kommen, ihr müsst euch also nicht mehr lange gedulden. Game-Modi sind allerdings das perfekte Stichwort, denn laut Matty Love Gaming, einem englischen LoL-YouTuber, wird der Arena-Modus bereits mit Patch 14.9 und damit am 1.5. auf die Live-Server kommen. Da wir in der Firma extreme Arena-Fans sind, haben wir bereits jetzt ein großes Arena-Turnier in Planung, bei dem es saftige Preise geben wird. Jeder kann teilnehmen und mit etwas Skill könnt ihr einen Besuch der Gamescom oder des LEC-Finale inklusive Übernachtung gewinnen. Die Plätze sind limitiert, meldet euch also schnell an, denn die ersten 50 Anmeldungen bekommen bei Teilnahme eine Hextech-Chest plus Key. Den Link zur Anmeldung findet ihr in der Videobeschreibung. Zu guter Letzt stehen die Victoria-Skins für die ersten beiden Ranked-Splits der Season 14 fest. In Split 1 könnt ihr euch Victoria's Kog'Ma sichern, in Split 2 wird es Sona sein, von ihr hat Riot allerdings noch keine Bilder veröffentlicht. Das war's aber tatsächlich schon wieder vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Neutrends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal und vergesst nicht, nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.